Wir stehen jetzt hier in der sogenannten ersten Wohnung Friedrichs des Großen. Dieser Raum, das Vorzimmer, hat eine ganz besondere Bedeutung für Charlottenburg. Es ist einer der wenigen Räume, der während des Krieges erhalten ist. Es gab hier kaum Zerstörungen, bis auf die Deckengestaltung. Die Wände sind original erhalten. Nahl, der große Mitarbeiter von Knobelsdorff, hat diese Ornamentik entworfen. Und das ist der ganze Stolz eben des neuen Flügels, dass ein solches Zimmer aus der Frühphase des friderizianischen Rokoko den Krieg überstanden hat. Es schließt sich dann die Bibliothek des Königs an. Dort finden Sie die prachtvollen Bücherschränke, die Knobelsdorff für ihn entworfen hat. Auch die Bücher, die Einbände, die Sie dort sehen, stammen aus dem Besitz des Königs. Es handelt sich aber nicht um die Charlottenburger Bibliothek, sondern es sind Bestandteile seiner Potsdamer und Berliner Bibliothek. Die Bibliothek selbst, der Raum, ist rekonstruiert, aber es sieht fast genauso aus wieder wie zu Zeiten Friedrichs des Großen. Danach folgt sein Arbeitszimmer und sein ehemaliges Schlafzimmer sowie ein Dienerschaftszimmer, sodass also die komplette erste Wohnung des Königs auch heute hier wieder zu sehen ist. Ja, hinterm Treppenhaus links klingeln ist man bei Friedrich II. Und rechts klingeln bei Königin Luise. Ja, so ist es. Die Hohenzollern haben ja dann den neuen Flügel nach dem Tod Friedrichs des Großen auch genutzt. Luise und ihre Familie waren sehr gerne hier. Sie liebten Charlottenburg und neben dem königlichen Palais unter den Linden, dem heutigen Kronprinzenpalais, galt Charlottenburg als ihr bevorzugter Aufenthaltsort. Die Königin bewohnte die obere Etage hier im neuen Flügel, während ihr Ehemann Friedrich Wilhelm III. Darunter logierte. Und hier in diesem ersten Raum, der zu ihrer Wohnung zählt, finden Sie sie auch dargestellt auf diesem großen Gemälde von Weitsch. Sie sehen sie auf der linken Seite mit ihrer Schwester Friederike. Beide begrenzen die Büste ihres Schwiegervaters Friedrich Wilhelms II. Mit Blumen. Ursprünglich sind diese Räume hier, die sogenannten Winterkammern, für Friedrich Wilhelm II. Ausgestattet worden. Seine langjährige Lebensgefährtin und Vertraute, die Gräfin von Lichtenau, hatte den Auftrag, diese Zimmer für den König herzurichten. Und sie sind ganz nach ihrem Geschmack auch entstanden. Der König hat allerdings diese Räume nicht mehr nutzen können. Er starb kurz nach Vollendung der Zimmerflucht, sodass dann 1797 Königin Luise hier einzog. Und heute ist es sozusagen ihre Wohnung in Charlottenburg. Friedrich Wilhelm II., woher sollte man den kennen? Er war der Neffe und Nachfolger Friedrichs des Großen und ist eigentlich in die preußische Geschichtsschreibung, in die Kunstgeschichtsschreibung als großer Erneuerer eingegangen. Er förderte die zeitgenössische Kunst, das heißt mit dem Tod Friedrichs des Großen 1786 erlosch die Rokokozeit, das Althergebrachte. Und der neue König hat sich sehr für den preußischen Frühklassizismus eingesetzt. Das war eine Stilrichtung, die eben an der Antike orientiert war und sich von den Rokokoformen, den Muschelformen, den Naturformen seines Großonkels, seines Onkels absetzte. Das Hauptbauwerk, das wichtigste Bauwerk, das in der Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. Hier in Berlin entstanden ist, ist das Brandenburger Tor. Aber sein Ruf war durchaus auch umstritten. Ja, er galt als eher wankelmütiger Herrscher, der leicht beeinflussbar war. Das hat man versucht. Die Minister, die Hofangestellten haben versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Günstlingswirtschaft, Mätressenwirtschaft herrschte in den 11 Jahren seiner Regierungszeit. Er war zweimal offiziell verheiratet, hatte aber auch Ehen zur linken Hand geschlossen, zahlreiche junge Frauen als Geliebte gehabt und er galt als der große Freigeist, auch in dieser Hinsicht auf dem preußischen Thron.
im angrenzenden Raum. Das war das Schlafzimmer von Friedrich Wilhelm II., später dann auch von Luise als solches genutzt. Und es folgt dann das Arbeitszimmer der Königin, wo man auch ihren Schreibsekretär sieht und eine kostbar bemalte chinesische Seidentapete, die mit Pfingstrosenmotiven dekoriert ist. Ostindisches Zitzzimmer heißt dieser Salon. Was ist denn das für ein Name? Ja, der Name ist auf die diese Textilbespannung hier bezogen. Es handelt sich um ein gewachstes Baumwollgewebe, ein sogenannter Chintz. Heute sagt man Chintz, damals Zitz. Und dieses Motiv oder dieses Gewebe war sehr beliebt. Man hat damit auch die Decke des Raums ausgestattet, um dem Ganzen den Charakter einer Gartenlaube zu verleihen. Die Stoffe selbst waren in Indien angefertigt worden und kamen dann über den Handel nach Italien. Die Gräfin von Lichtenau, die diese Räume für Friedrich Wilhelm II. Eingerichtet hatte, hat die Stoffe in Livorno erworben und so sind sie dann auch nach Berlin gekommen. Wer war denn die Gräfin Lichtenau? Die Gräfin von Lichtenau hieß bürgerlich Wilhelmine Enke. Sie war die langjährige Vertraute und Lebensgefährtin Friedrich Wilhelms II. Die beiden lernten sich schon in jungen Jahren kennen. Sie war 13, er 17, 18. Und während dieser gesamten Regierungszeit des Königs spielte sie eine große Rolle, nicht nur in seinem Privatleben. Sie war künstlerisch sehr ambitioniert, eine intelligente und kluge Frau. Und sie erhielt vom König den Auftrag, die Räume hier, die sogenannten Winterkammern, auszustatten. Genauso wie im Schlösschen auf der Pfaueninsel war sie hier tätig und sie hat die Stoffe für die Räume ausgesucht. Die hat sie in Italien in Livorno erworben. Und sie sind dann nach Berlin gebracht worden, um hier die Räume zu schmücken. Die Zimmer selbst sind ja während des Zweiten Weltkriegs fast vollständig zerstört worden. Die Einrichtung, die Ausstattung, die mobile Ausstattung war ausgelagert. Deswegen finden Sie hier auch eine original erhaltene Sitzgarnitur mit den alten Stoffen. Und man kann deutlich in der Farbgebung die rekonstruierten Stoffe an der Wand von denjenigen, die noch original erhalten sind, auf den Möbeln unterscheiden. Besonders interessant und wertvoll sind in diesen wiederhergestellten Räumen die Kronleuchter. Sie waren während des Krieges auch ausgelagert, gingen nach Russland, wurden dorthin transportiert, kamen zurück. Nach der Wende wurden sie nach Charlottenburg gebracht, sie sind restauriert worden und hängen jetzt wieder am alten Standort in den Zimmern. Noch mal eine Frage zu den Öfen. Ist mir jetzt schon in einigen Räumen aufgefallen, da gibt es eine, ja, so eine Art spanische Wand drumherum. Was hat es denn damit auf sich? Das sind sogenannte Ofenschirme, die standen vor den Öfen, um die Wärme auch entsprechend im Raum zu regulieren. Mhm. Es waren Tonöfen hier von der Firma Feilner, später March, in Berlin angefertigt. Und die Dekoration beziehen sich wie so vieles hier in den Räumen auf die Antike. Es sind ja frühklassizistisch ausgestattete Räume im frühklassizistischen Stil. Das heißt, die antiken Sehnsucht, Griechenland, Italien, auch Ägypten spielte eine Rolle und die Ornamente sind dementsprechend entlehnt. Als Höhepunkt dieser Raumflucht darf sicherlich das Schlafzimmer der Königin gelten. Karl Friedrich Schinkel hat es 1810 für sie entworfen. Ja, da hat sich der Schinkel eine originelle Einrichtung für ein Schlafzimmer ausgedacht, kann man nicht anders sagen. Ja, es war ganz im romantischen Sinne gestaltet. Sonnenauf- und Sonnenuntergang sollte hier demonstriert werden durch diese Raffung, dieses dünnen, durchscheinenden Stoffs, ein sogenannter Voile. Und die rosa Papiertapete hatte eben auch den Sinn und Zweck, diese Morgendämmerung oder die Abenddämmerung wiederzugeben. Aber Luise hat nur kurze Zeit in diesem Schlafzimmer genächtigt. Ja, sie hat im
Sommer 1810 Charlottenburg nach der Rückkehr aus dem ostpreußischen Exil wieder aufgesucht. Sie hat nur dreimal hier geschlafen und dann zog sie mit ihrer Familie zu ihrem Vater nach Mecklenburg. Sie gingen nach Neustrelitz und später nach Hohenzieritz. Dort starb sie am 19. Juli im Alter von 34 Jahren.